Das heutige Video wird gesponsert von Tropibyte. Tropibyte ist ein Unternehmen, das für wenig Geld leistungsstarke V-Server und Webspaces vermietet. Dabei überzeugt Tropibyte mit schnellem Support und viel Leistung für wenig Geld. Zudem können Server nach Wunsch des Kunden konfiguriert werden. Bei den Webservern wird sogar noch Plex mitgeliefert. Dadurch ist es sehr einfach, Webseiten und E-Mails mit der eigenen Domain zu erstellen und zu bearbeiten. Wichtige Programme wie Java, Screen sind schon vorinstalliert. Zudem punktet Tropibyte auch mit seinen selbstprogrammierten Systemen. Nutze den Link in der Videobeschreibung und gib den Creator-Code DannyCroft während der Bestellung an für 5% Rabatt. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur nächsten Folge des Survival-Projektes. Ich glaube, ich habe herausgefunden, warum ich quasi Steve bin und ich meinen Skin bekomme. Das hat anscheinend irgendwas mit der Optifine-Installation zu tun, dass die in dieser Hinsicht anscheinend in irgendeiner Weise verbuggt ist. Ich weiß es auch nicht genau. By the way, wir haben die Resource Packs nicht mehr drin. Dankeschön. Die planen wir mal ganz kurz drauf. Wer sich jetzt wundert, warum ich mich ein bisschen bewegt habe. Und zwar, ich musste einmal nicht creative gehen, sondern ich musste einmal quasi für ein Thumbnail, was ich aber doch nicht verwendet habe, also wo zumindest geplant war für ein Thumbnail, bin ich quasi losgelaufen, deswegen stehen wir nicht mal in der gleichen Position. Und es dauert eigentlich echt lang, so ein Resource Pack zu applyen, fällt mir gerade auf. So, jetzt ist ein Resource Pack schon mal drin und jetzt fehlt noch das Grafik. Zack, hier. Shader, Zeus. Das dauert wahrscheinlich ähnlich lang, gehe ich mal davon aus. Ja gut, so bringt man sein Video easy auf über 10 Minuten. Alles klar. Wir können eigentlich mal die Sachen mal ganz kurz einblenden. Zack. Fertig. So. Nö, ist das Shader? Nee, der Grafik. Der Shader ist ja nicht drin. Oh. Ich habe mich verklickt. Okay, interessant. Jetzt, ja. So, wir waren hier unten in dieser kleinen Höhle stehen geblieben. Das war eigentlich das letzte, was wir gemacht hatten. So, hier hatten wir ja schon ausgemeint. Und ich habe so das Gefühl, dass wir gleich die FPS-Brüche haben. Zack. Ja. Ich weiß nicht, was los ist. So, was haben wir hier hinten? Hier hinten haben wir eine riesige Cave. Hier haben wir Kohle. Und hier war eine Sackgasse. Okay, interessant. Dann geht es tatsächlich jetzt hier nach da vorne weiter. Actually, ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass sich bisher noch niemand beworben hat. Ich meine, ich kann verstehen, warum manche Leute sagen, so ne, bewerbe ich mich nicht. Muss aber sagen, da zweifle ich auch schon wieder ein bisschen an der Menschheit. Denn natürlich will man für seine Arbeit Geld bekommen. Aber dass sich einfach keiner bis auf. Also eine Person hat sich beworben, aber meint, ja, sie hat selber keine Zeit. Oder kaum Zeit, sie könnte höchstens mal als Ersatzcutter gelten. Halt, muss gelten, einfach nur da sein. Ja, das finde ich halt schon ein bisschen traurig, dass alle anderen gesagt haben, dass sehr viel interessiert waren. Und dann aber, sobald es darum ging, jo, wie viel bekomme ich denn? Ach komm, Junge. Geil, damit haben wir den ersten Tod direkt in der Folge jetzt hier. Muss ich möglichst schnell die Höhle wieder finden. Und möglichst schnell dann mein Stuff und die Skelette killen. So, das war. War das hier? Nein, das war. Wo ging es lang? Ne, es ging hier runter. Man, ich sehe es halt auch nicht. Ja, geil, ich habe da oben ja das Wasser weggemacht. Das heißt, es gibt eigentlich actually für mich keine Möglichkeit, wieder back an meinen Stuff zu kommen. Doch, warte mal, da liegt der. Perfekt, da liegt der. Zumindest Teile davon. So, ich lebe noch. Oh mein Gott, ich lebe noch.
Ich renne. Dann mache ich mir die Barriere so. Und muss ich auch ehrlich gesagt sagen, dann ziehe ich mir mal das Ding auf. Ich will jetzt nicht noch einen zweiten Tod bekommen. Gut, der war lost. Ich war auch irgendwie nicht richtig darauf fokussiert, dass jetzt hier so ein Skelett ankommen könnte. So, mein Stuff müsste. Ist mein ganzer Stuff wieder da? Nein, mein Schild fehlt noch, okay. So, mein Schild ist jetzt auch wieder da, perfekt. Die Fackeln kommen mal hierher. Dann leuchte ich hier gleich mal ein bisschen aus. Und ich glaube, das hier ist ganz so ein Rundgang. Ja, das scheint mir ein Rundgang zu sein. Ja gut, Inventarsortierung ist jetzt halt am Arsch. Ja gut, das war aber ein loster Tod. Loster und unnötiger Tod hätte man vermeiden können. Ich habe halt irgendwie das Skelett nicht gesehen. Zack. Zack, zack. Zack, und jetzt löse ich hier oben mal ganz kurz den Gravelfall aus. Absolut satisfying. Na geil, ich muss halt erstmal ein bisschen nach unten kommen, wo das mich vielleicht gleich ein Skelett wegschießt. Habe ich ein Schwert? Ein Bogen? Nein, habe ich natürlich nicht. Schade. Und du dummes Skelett, Alter. Dann bleibt mir eigentlich noch übrig, mich so quasi runterzubuddeln. So, hier muss ich dann irgendwo rauskommen. Gib mir mal ganz kurz hier die Steine. Jawohl. Jetzt versuche ich den einen Trick mal. Der geht jetzt nicht ganz so, wie ich mir ihn vorgestellt habe, aber ich müsste es quasi hinbekommen, dass das Skelett zack schön zu mir kommt. Komm mal zu mir, Skelett. Zack. Jetzt leuchte ich hier mal aus, damit ich hier nichts mehr spawnen kann. Die Frage, wo stehen noch überall Skelette? Hier ist kein Skelett mehr. Jo, tschüss. Ich bin mal ganz kurz weg.de. Essen, 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 essen. Zack. Safe, Digi. Ich nehme irgendwie viel zu viel Damage. Ach, lol. Zack. Und. Ach ja. Hier schön ausleuchten. Hier auch, hier auch, hier auch. Okay, hier hinten geht's noch weiter. Dann renne ich erstmal hier hinten rein. Immer tiefer in die Höhle. Perfekt, hier hinten ist nichts. Die Höhle hört hier auf. Dankeschön. Zack, 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 zack und zack. Jetzt mal nach hier hinten. Ist hier irgendwas? Oh, es geht runter. Gut oder schlecht. Ich wollte gerade schon sagen, gut, aber. Ach Junge, schon wieder das nächste Skelett.
Komm, Creeper, hilf mir. Jetzt hier explodier. Perfekt, schön geblockt. Safe. Dankeschön. Dafür an der Stelle mal ganz kurz. Oh mein Gott, Alter. Junge, was war das denn bitte schön? Ich bin aber fast zweimal jetzt in einer Folge gestorben. Junge. Was ein Scheiß. Warum musst du ausgerechnet da ein festes Silber Fischstone sein? Der beschissenste und unnötigste Block meiner Meinung nach in Minecraft. Ach, so, hier ein bisschen fressen, auch weil natürlich das jetzt nicht so nicht max nicht so intelligent war, aber zack. Jetzt renne ich hier raus. Okay, ich gehe jetzt raus aus der Höhle. Ich muss aufpassen, jeder Fall Damage könnte ist kritisch. Oder jeder Skelett Damage ebenfalls. Also in der Theorie. Junge, so unnötig! Oh. Ey, diese Scheiß-Skelette! Einfach eine Folge, zwei Tode. Wow. Junge, diese Scheiß-Skelette, weißt du was? Junge, wo war ich? Hier Fackeln ist das grundsätzlich schon mal richtig. Genau hier irgendwo bin ich gestorben. Wenn ich so weitermache, dann habe ich auch gleich meinen dritten Tod. Stirb, du Kackskelett, stirb! Stirbst du auch mal? Oh mein Gott, ich dachte gerade schon, als ob ich schon wieder einen Tod habe. Das war jetzt enorm lost. Aber hier bin ich noch. Aus dem Glück habe ich die Holzspitzhacke schon mal bekommen. Junge, könnt ihr mich einfach mal ganz kurz in Ruhe lassen? Nur ganz kurz, so 2 Sekunden. Damit ich mein Inventar wieder neu sortieren kann. Zack, zack, aufsetzen. Ja gut, mehr habe ich halt auch nicht. Das ist kritisch. So, das Ding kommt nochmal hier hin. So. Nochmal ganz kurz die Fackeln hierher. Also wenn ich jetzt gegen den Zombie hier verlieren sollte, das wäre traurig. Aber offenbar scheint in dieser heutigen Folge alles möglich. Zack. So, und jetzt raus hier. So, schön ausgeleuchtet. Autsch. Und raus hier. Raus. Raus. Ich weiß gar nicht, ob ich mir jetzt zwar vorhin fertig gesprochen habe mit dem. Also es hat sich bisher kein Mensch beworben, es hatten alle Interesse. Aber nachdem ich die Frage beantwortet habe, wie viel Geld es gibt, haben alle gesagt, nö, also quasi hat zwar niemand gesagt. Aber dadurch, dass sich auch niemand beworben hat, gehe ich ehrlich gesagt davon aus, dass es einfach niemanden gibt, der das auf Ehrenbruderbasis für mich machen möchte. Ich würde ja gerne was bezahlen.
Ich würde wirklich gerne meinem Kater monatliches Geld geben. Aber wie soll ich das stemmen? Ich meine, ich schaffe es kaum eigentlich aktuell. Es ist eigentlich so, ich komme eigentlich kaum zu neuen Games. Among Us habe ich auch nur durch, konnte ich auch nur dank einem Freund spielen. Sonst hätte ich jetzt immer noch kein Among Us gespielt. Sonst spiele ich jetzt immer noch kein Among Us spielen. Das ist einfach. Da, okay, gut, ich dachte schon. Ich habe halt einfach nicht dieses Geld und dass dann einfach sich kein Mensch, dass jeder dann sagt so, ja, ciao. Finde ich ein bisschen ehrenlos. Weil ich meine, ich bin, ich würde, wie gesagt, ich habe auch kein Problem damit, wenn es jetzt langfristig, also wirklich, wenn ich jetzt hier langfristig weiß, ich verdiene gutes Geld, dann würde ich auch sagen, okay, hier, du bekommst so viel ab. Aber das Problem ist, ich kann jetzt nicht vorhersehen, ich weiß nicht viel, ich habe, ich kenne in der Theorie. Also, werde ich jetzt mit Schulstuff nerven. In der Theorie kann ich eigentlich ab nächstem Jahr arbeiten gehen. Diese Ausbildung, da bekomme ich auch schon wieder ein bisschen was. Aber ich weiß nicht, ob ich das will. Weil ich meine, ohne Abi, kommt natürlich immer auf den Job drauf an. Ja, ich weiß halt nicht. Deswegen hoffe ich, dass vielleicht, wenn irgendeiner dieses Video sieht und sagt, ey, komm, ich habe ein bisschen freie Zeit. Ich tue auch nur fast ein bisschen Anforderungen runterfahren, wenn ich merke, hier wirklich, ich brauche, keiner meldet sich. Dann schreibt mir noch gerne einfach in die Kommentare, yo, ich hätte Bock, mich zu werben, und schreibt mir auch auf Discord an. Ja, da können wir uns drum kümmern. Genauso wie wir uns jetzt hier um das Folgenende kümmern. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Ich hoffe, einen schönen Tag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst natürlich immer, wie immer, gerne ein Like da, ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüssi.